Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grüne werden dem Antrag zustimmen. Er ist deshalb richtig, weil er die kommunale Theater- und Orchesterförderung zum einen im Blick hat, zum anderen ist er auch deshalb richtig, weil er die freie Szeneförderung im Blick hat. Und das miteinander zu verbinden, war schon ein ganz kluger Schachzug der Koalitionsfraktionen. Herr Bialas hat natürlich recht, es wird nicht auf nichts gebaut, sondern auf ganz viel, was da ist. Ja, er hat das eben ja vernünftig ausgeführt. Das sind genau die, ist genau die Basis, auf der der Reichtum der kulturellen Vielfalt, die kulturelle Vielfalt unseres Landes beruhen, nämlich, dass die Kommunen sich super stark engagieren und das schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass Nordrhein-Westfalen das Kulturland Nummer eins ist, und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit finden Sie die Konzentration an kulturellem Angebot nicht, wie Sie sie hier in Nordrhein-Westfalen finden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir alle mit einem gewissen Stolz betrachten können, aber natürlich auch als Aufgabe, als Herausforderung ansehen müssen. Und insofern ist es ganz richtig so, dass das Land Nordrhein-Westfalen jetzt einmal mehr sich vornimmt, noch stärker als vorher schon die Kultur zu fördern. Sie werden selber schon merken, wie Sie an die Grenzen stoßen bei dem, was Sie jetzt, weil Sie ja durchs Land fahren, jetzt Frau Ministerin, auch die Kollegen der Koalitionsfraktionen, und alle werden sagen, ja, und wir auch noch. Wir hätten natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr, das ist doch ganz klar, also nicht nur die kommunalen Theater und Orchester, natürlich auch die freie Szene, natürlich auch die eben schon erwähnten soziokulturellen Zentren, natürlich auch die freien Orchester, also die freie Musikszene und natürlich all die anderen, die Breitenkultur und. Und insofern ist das Spektrum so riesig und so vielfältig, dass man natürlich auch mit diesem sehr stattlichen Aufwuchs von +50% bis 2022 letztlich dem Ganzen nicht gerecht wird, was da ansteht. Das muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Deshalb haben die Grünen ja, kühn wie sie manchmal sind, auch gefordert, eine Verdopplung des Kulturetats. Und man sollte sich heimlich überlegen, ob man das nicht doch noch versucht anzustreben, um dem Land den Schub zu ermöglichen. Wir haben viel vor uns in den nächsten Jahren. Wir haben Jubiläen wie das Beethoven-Jahr im Blick. Ein Jahr, wo weltweit auf Nordrhein-Westfalen geguckt wird, weil Ludwig nun mal in Bonn geboren wurde. Und das soll ja nicht nur in Bonn gefeiert werden, da sicher auch, aber eben auch im Land insgesamt. Wir haben eine Reihe von Jubiläen in den nächsten Jahren, die sich mit dem Land befassen, aber auch mit den vielen Szenen, die wir haben. Wir hatten kürzlich, noch nicht so lange her, 40 Jahre soziokulturelles Zentrum, also klassische Einrichtungen inzwischen unseres Landes, die soziokulturellen Zentren. Ich sprach eben schon in meinem Beitrag drüber und ich werde auch nicht müde, weiter darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir müssen diese weiter fördern. Wir haben ein tolles Netzwerk von Kulturbüros, was dringend mehr Unterstützung braucht, weil die einzelnen Kulturbüros eben in die Fläche hinein organisiert Kultur ermöglichen. Wir brauchen dringend mehr und noch besser vernetzte und noch stärker sich aufstellende kulturelle, regionale Arbeit, wie wir sie durch die Kultursekretariate schon betreiben und kennen. Das ist ein Modell, was immer noch bewundert wird, weil alle sagen, diese Kooperation von Städten, die sich zusammenschließen in Verbindung mit dem Land, das macht kulturpolitisch eben genau die Stärke aus, immer mit Blick auf die Vielfalt dieses wunderbaren Kulturlandes Nordrhein-Westfalen. Also weiter so an dieser Stelle. Der Antrag der SPD steht noch in Arbeit. Wir haben noch eine Anhörung dazu, die wir am Anfang Juni durchführen werden, gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Und ich will auch noch mal deutlich machen, in den letzten anderthalb Minuten, bei all dem, worüber wir reden, reden wir immer über Leute, die für sehr wenig Geld sehr, sehr viel leisten. Theatermenschen, Orchestermenschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Häusern sind Leute, die für relativ kleines Geld enorme Arbeit leisten, sich hineinwerfen, weil es ihr Ding ist. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir genau dafür die politische Verantwortung wahrnehmen und sie, das ist meine feste Überzeugung, in den nächsten Jahren verstärkt einsetzen müssen, weil der kulturelle Reichtum unseres Landes hat natürlich auch was damit zu tun, wie sich sozusagen die Menschen in unserem Land entwickeln können. Und da wir kein Gas und kein Öl haben, kommt es halt auf den Kopf an und auf den Geist. Es kommt auf den Verstand an und auf das Herz. Und zu all dem trägt die kulturelle Bildung und die kulturelle Lebenserfahrung bei. Und deshalb kann man nur hoffen, dass Sie diesen Weg weiter beschreiten, dass Sie möglicherweise im Laufe der Legislatur noch mutiger werden, was die Zahlen betrifft, noch ein bisschen was hier und da nachbessern können, damit wir dann auch unsere Landestheater im Blick haben, unsere Landesorchester, unsere eigenen Einrichtungen weiter feste mit dem Blick haben, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, das Düsseldorfer Schauspielhaus. Es muss bei allem noch ordentlich investiert werden, weil Investitionen in die Kultur sind Investitionen in unsere Gesellschaft, und darauf kommt es uns allen hier im Hohen Hause hoffentlich gemeinsam an. Dankeschön.